Herzlichen Dank. Und jetzt gebe ich das Wort weiter an Frau Kastel. Bitte schön. Guten Tag, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Anwesende. Seit August letzten Jahres betreue ich das Gesundheitsamt Bodenseekreis bei der digitalen Kontaktnachverfolgung. Meine Erfahrungen stammen also aus der täglichen Praxis eines Gesundheitsamts. Wir als Gesundheitsamt wissen ganz gut, welche Daten helfen und welche weniger. Lassen Sie mich zuerst einmal einordnen, wie die Corona-Warn-App und die Luca-App Gesundheitsämtern wirklich helfen können. Die Corona-Warn-App kann Gesundheitsämtern bereits im Moment des Testergebnisses helfen. Sie kann bereits Warnungen auslösen, während wir im Gesundheitsamt noch Falldaten erfassen und Personen zu kontaktieren versuchen. Sie kann Personen schnell warnen, damit sich diese selbstständig isolieren und testen lassen. Die Corona-Warn-App kann Gesundheitsämtern also schon früh Arbeit abnehmen. Und das bei potenziell jedem Fall. Sie kann uns vor allem dabei helfen, Menschen zu warnen, die wir gar nicht entdeckt hätten. Die anschließende manuelle Nachverfolgung im Gesundheitsamt dagegen ist manchmal langwierig. Klassische Nachverfolgung findet aber auch Menschen ohne App. Auch Menschen ohne Check-in haben ein Infektionsrisiko. Wer würde sich schon jeden Tag zu Hause mit der ganzen Familie einchecken? Zentral für das Tracing im Gesundheitsamt sind oft Ermittlungsgespräche am Telefon. Ein Kontakttagebuch kann helfen, die Ermittlungsgespräche effizienter zu gestalten, bei potenziell jedem Fall. Ein gut geführtes Kontakttagebuch ist in Ermittlungsgesprächen wertvoll, wie etwa das Kontakttagebuch der Corona-Warn-App. Die so gefundenen Kontaktpersonen wurden aber vielleicht bereits durch die Corona-Warn-App gewarnt. Der letzte Teil des Nachverfolgungsprozesses können Apps wie die Luca-App sein. Gästelisten-Apps wie Luca nützen aber nicht mehr bei jedem Fall. Infektionsszenarien, die unbedingt vollständige Gästelisten benötigen, sind selten. Es waren bisher lediglich drei im Gesundheitsamt Bodenseekreis in der gesamten Pandemie. Die Zahlen in anderen Ämtern sind ähnlich niedrig. Gästelisten sind also kein Tagesgeschäft von Gesundheitsämtern. Selbst mit Öffnungen ergibt sich durch Gästelisten-Apps wie Luca kaum weniger Arbeit für Gesundheitsämter, eher mehr. Denn Cluster bei Ereignissen brauchen oftmals eine ausführliche Analyse, während die CWA vielleicht bereits die Anwesenden gewarnt hat. Es braucht häufig die Aufklärung durch dezentrale Instanzen. Es braucht den direkten Austausch mit den Indexpersonen, den Locations und den Betreiberinnen. Denn die Auswertung von Gästelisten lohnt sich nur bei wirklich erkennbar hohem Risiko eines Clusters. Bei der Auswertung von Clustern hilft daher nur wirklich gute Datenqualität weiter. Die Datenqualität bei Luca hingegen ist nicht immer wirklich besonders hoch. Weiter gibt es auch Probleme mit der Zugänglichkeit. Luca ist selbst nicht zugänglich für Menschen, für die sie zugänglich sein sollte, denn Luca ist nicht barrierefrei, aber Luca ist zugänglich für Personen, für die sie nicht zugänglich sein sollte, für Hacker. Sicherheitslücken wie LucaTrack oder Fake-Check-ins der Lucy-App von gestern zum Beispiel beweisen das eindrucksvoll. Datensicherheit und Barrierefreiheit sind Must-Have für Cluster-Erkennungs-Apps. Ich habe ein Gesundheitsamt von der Zettelwirtschaft in die digitale Kontaktnachverfolgung begleitet. Das war während der Pandemie keine leichte Aufgabe und es bleibt jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung. Was ich aus der aktuellen Sicht nicht ganz nachvollziehen kann, ist, dass mit Luca viel Geld und Aufwand in ein unfertiges Produkt mit beschränktem Nutzen investiert wird, statt sich den vielen anderen Problemen der digitalen Kontaktnachverfolgung und Meldeketten zu widmen. Die Corona-Warn-App kann weit mehr Unterstützung für viele Teile der Kontaktnachverfolgung und Clustererkennung bieten. Wir sollten die Corona-Warn-App mehr fördern, um Gesundheitsämter wirklich zu entlasten. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Kastel. Jetzt Herr Neumann, bitte schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich mache das hier mit dem Mikrofon richtig. Ich würde gerne zu der Frage der Kontaktverfolgung einmal kurz loswerden, dass es immer wieder in der Diskussion einen vermeintlichen Widerspruch gegen Gesundheitsschutz und Datenschutz gibt. Und der ist, glaube ich, einfach nicht da. Entscheidend sind Effizienz und Zielgerichtetheit. Und Adressen und Telefondaten zu sammeln, ist sicherlich das Beste, was analog möglich ist, aber digital ist eben mehr möglich. Was wir brauchen bei der digitalen Kontaktverfolgung, ist eine zielgerichtete, elegante Lösung.
Alle Daten immer zu sammeln, ist meistens ermöglicht diese Lösung, ist aber eben auch selten besonders elegant. Man will Risiken minimieren, indem man ein Problem zielgerichtet löst. Deswegen teile ich die Auffassung, insbesondere von Ulrich Kälber, dass Datenschutz hier vielmehr ein Enabler ist und dass digitales Contact Tracing durch Geschwindigkeit Gesundheitsämter entlasten statt belasten sollte. Also wenn man Arbeit abnimmt, dann ist das eine Entlastung. Letztes Jahr gab es eine heftige, aber fruchtbare Diskussion unter Beteiligung der Forschungscommunity, der Datenschutzbeauftragten, der Epidemiologinnen. Und trotz weniger qualifizierter Beiträge von Philosophen und Überwachungshardlinern hatten wir am Ende ein gutes Produkt, nämlich die Corona-Warn-App, in die zugegeben sehr viel Geld investiert wurde. Leider wurde die Corona-Warn-App dann nicht weiterentwickelt. Es wurde langsam beworben, das war so ein ungeliebtes Kind und das BMG hat seinen eigenen Erfolg schlecht geredet, was für mich schwer nachvollziehbar ist. Wir haben weiterhin mehr über das Virus gelernt und haben bald gemerkt, ich glaube, es war so, bei mir keimte die Idee dann, nachdem Christian Drosten sagte, hier Kontakttagebuch und sowas, dass Clustererkennung und manueller Check-in eventuell eine sinnvolle Ergänzung wären. Wieder schnell und anonym und dezentral wurde hier Crowd-Notifier vorgeschlagen von der Forschungscommunity, offen und fertig spezifiziert, ohne Eigentumsrechte, ohne Lizenzkosten, ohne irgendwelche Abhängigkeiten auf dem Silbertablett. Ich habe das selber wiederholt gefordert, auch vom BMG. Es wurde dort leider auf die lange Bank geschoben und jetzt haben wir eine Situation, in der wir eine CWA haben und viele Verordnungen, die diesem Zig-Millionen-Projekt keine Rechnung tragen. Da ist es ja kein Wunder, dass dann Investoren die Idee bekommen zu sagen, wenn da doch noch eine Lücke ist, dann können wir doch noch ein mehrere Millionen Projekt anbieten. Dieses Projekt, über das wir jetzt hier auch diskutieren und viele andere Ansätze sind dabei zentral und zentrale Ansätze haben einfach grundsätzlich Risiken, die betreffen das Tracking, was ja bei der Schwachstelle LucaTrack zum Beispiel gezeigt wurde und die betreffen auch Fake-Check-Ins wie das Kommunikationsguerilla-Kollektiv Peng gestern demonstriert hat, nachdem es auch viele andere schon demonstriert haben. Herr Schönbohm hat es gerade gesagt, er hält die Corona-Warn-App für eine der sichersten Apps im Store. Und das liegt daran, dass sie einfach bestimmte Risiken nicht hat. Ja, es gibt einfach einen Unterschied, ob man ein Risiko bekämpfen möchte und eingrenzen möchte oder ob man es dank eines dezentralen Ansatzes einfach nicht hat. Ja, jetzt hatten wir hier diese Marktlücke für viele Anbieter mit den Infektionsschutzverordnungen. Es gibt Unmengen an Anbietern, die sich dem Problem gewidmet haben. Und im letzten Sommer wurden mehrere dieser Anbieterinnen auch von verschiedenen CCC-Mitgliedern gehackt. Einfach, weil es diese Risiken gibt, dann manifestieren sie sich eben auch. Jetzt hat die Corona-Warn-App einen Crowd-Notifier angelegt, eine Check-in- und Cluster-Funktion. Die fordern wir seit Oktober letzten Jahres. Ich würde mich der von Ulrich Kälber geäußerten Forderung anschließen, dass es sinnvoll wäre, wenn die jetzt auch in den Verordnungen berücksichtigt wird. Und das wäre doch sehr schön. Abschließend würde ich noch sagen, dass es mich dann doch sehr betrübt, wenn wir jetzt die Länder jetzt über 21,8 Millionen Euro für Einjahresnutzungslizenzen eines zentralen Produktes ausgeben. Nur um das mal in Vergleich zu ziehen, laut der Journalistin Chris Köver haben wir bisher 5 Millionen Euro in SORMAS investiert. Ich weiß, dass ich über meine Zeit bin, deswegen sage ich noch ganz kurz, wir dürfen bitte diese digitalen Heilsversprechen nicht überschätzen. Das Infektionsgeschehen ist stochastisch. Auch bei einer CWA-Meldung, auch bei einer Cluster-Meldung ist die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, dass man infiziert ist, immer noch sehr gering. Deswegen sollten wir hier den Nutzen solcher Lösungen immer auch in ein Verhältnis setzen. Danke. Ja, vielen Dank. Ich habe vor einer Weile mal die Luca-App als funktional kaputt bezeichnet, weil viele Kernfunktionen der Luca-App nicht wie erwartet genutzt werden konnten, zum Teil immer noch nicht genutzt werden können. Zum Beispiel beim Check-in kann jeder jeden überall einchecken, selbst fremde Menschen, oder sich selbst an weit entfernten Orten, auch gleichzeitig an verschiedenen, auch mit 600.000 anderen Leuten, die genauso wenig vor Ort sind, wodurch natürlich keine verifizierten Kontakte in den Listen stehen, irgendwie einchecken. Also der Check-in ist funktional kaputt. Check-out, Schlüsselanhänger können gar nicht auschecken. Viele Menschen bleiben stunden- oder tagelang eingecheckt. Bei Android liegen wochenlang überhaupt kein automatischer Check-out. Und wer automatisch einen Check-out eingestellt hat, kann nicht mal im Nachbargeschäft einchecken, sondern muss erst mal 50 Meter weit weglaufen. Manuell erfasste Kontakte konnten durch Gesundheitsämter nicht abgerufen werden. Bei der Registrierung fehlen minimale Sicherheitsanforderungen, wie zum Beispiel Postleitzahl geht nur fünfstellig, Zeichenbegrenzung auf sinnvolle Mengen oder wenigstens eine Ablehnung von Sonderzeichen.
Man kann im Moment immer noch mit geflügelte Dollarnoten als Name eintragen bei der Registrierung. Man kann auch die Entfernung zum Mond als Radius für den automatischen Check-in eintragen. Und der versprochene und immer noch beworbene Kommunikations- und Warnkanal für Gesundheitsämter Richtung NutzerInnen über die Luca-App, den gibt es gar nicht und barrierefrei ist sie auch nicht. Alles das und noch viel mehr meinte ich mit funktional kaputt. Patrick Hennig, CEO hier anwesend, hat meine Aussage daraufhin in Interviews als falsch und schwachsinnig bezeichnet. Ich würde gerne Linus Neumann vom Chaos Computer Club fragen, ob derartige Probleme bei Software mit Massenrollout üblich und hinzunehmen sind. Manche dieser Probleme wurden ja von den Herstellern der Luca-App sogar als gewünschte Funktionalität bezeichnet. Teilen Sie diese Interpretation oder handelt es sich um funktionale Fehler und Schwachstellen, die Risiken nach sich ziehen? Ja, also nee, sowas kommt von sowas. Es scheint ja hier ein Projekt zu sein, was noch sehr jung ist. Und da waren die PowerPoint-Folien wahrscheinlich schneller fertig als die Systemarchitektur. Die Fake-Check-Ins sind ein Problem, vor dem wir immer wieder warnen. Inzwischen hat das Peng-Kollektiv ein Tool dafür gebaut. Das sind Clowns, die normalerweise mit Torten werfen. Also man sieht, dass es jetzt wirklich nicht schwierig ist, ne? Es wurde jetzt gestern hastig eine Lösung angekündigt, aber auch erstmalig. Davor wurde das Problem immer geleugnet. Und das zeigt eben, ne, das ist hier noch nicht zu Ende gedacht gewesen zu dem Zeitpunkt, als die Länder 21,8 Millionen Euro dafür ausgegeben haben. Luca ist halt ein Zettel in der Mitte des Internets und da schreiben eben dann auch Leute drauf. Luca Track wurde benannt, ja, fundamentales Sicherheitsversprechen an die Nutzerinnen nicht gehalten. Mir ist keine IT-Sicherheitsexpertin bekannt, die das nicht als Schwachstelle bezeichnen würde. Und wer das irgendwie als gewünschte Funktionalität sieht, hat wahrscheinlich irgendwas fundamental nicht verstanden oder eine nicht gängige Auffassung von IT-Sicherheit. Die anderen Symptome, die Sie benannt haben, ja, das, also in 3 Monaten, muss man einfach sagen, kriegt man sowas halt auch nicht in ordentlich hin. Und das sind andererseits Probleme, die man bei sauberer Arbeit eben nicht hat. Deswegen versucht man ja anfangs ein fertiges Konzept zu haben und das dann umzusetzen. Unterhaltsam finde ich das natürlich dann auch, wenn 77 reputable IT-Security-Forscherinnen vor diesen Risiken warnen und hier die mangelnde Qualität ansprechen und ihnen dann so ungefähr entgegnet wird, sie hätten das Konzept nicht verstanden. Man fühlt sich hier manchmal als einer von vielen tausend Geisterfahrern in der Kommunikation. Dankeschön. Für Bündnis 90 Die Grüne nehme ich an, Frau. Ist bei der Corona-Warn-App eine automatische Clustererkennung technisch und auch ohne Vertrauensverlust möglich und kann die CWA so weiterentwickelt werden, dass beispielsweise Luca-App nicht nötig ist? Ich würde sagen, ja. Und ich teile da die Auffassung von Herrn Ulrich Kälber, dass es sinnvoll wäre, die Infektionsschutzverordnung der Länder daran anzupassen. Wichtig ist ja immer die Frage, warum machen wir dieses Contact Tracing? Und das ist nur dann sinnvoll, wenn Menschen schnell gewarnt werden und dann ihre Kontakte verringern können. Nur dann hat das einen epidemiologischen Effekt. Und diesen epidemiologischen Effekt kann das Konzept, was von der Corona-Warn-App jetzt umgesetzt wird, so schnell wie nichts anderes und so sicher wie nichts anderes erfüllen. Ich möchte gerne an Bianca Kastel eine Frage stellen, und zwar vor Ihrem Hintergrund aus der Arbeit im Gesundheitsamt. Sie haben uns ja am Anfang schon erzählt, dass die enorme Entlastung der Gesundheitsämter durch Luca eher unwahrscheinlich ist, wenn sie im Laufe der ganzen Pandemie nur 3-mal überhaupt eine Papierliste abfragen mussten. Man weiß es auch von anderen Gesundheitsämtern. Der Freiburger CCC hat mal gefragt, von 137 Gesundheitsämtern nutzen ja auch nur 3 Gesundheitsämter die Luca. Aachen ist komplett wieder ausgestiegen. Aber nehmen wir mal an, man macht das jetzt. Wie sieht es denn aus mit der Entlastung der Gesundheitsämter hinsichtlich der Qualität der Daten auf den Kontaktlisten, die durch Luca dann digitalisiert erhoben und ans Gesundheitsamt fließen sollten? Welche Auswirkungen hat das aufs Gesundheitsamt? Ja, also prinzipiell, glaube ich, muss man mal aufräumen mit was ist Datenqualität für ein Gesundheitsamt? Also wir brauchen erstmal keine Personendaten, wenn wir kein Infektionsrisiko vermuten. Das heißt, Personenlisten bringen uns gar nichts. Gesundheitsämter betreiben keine Vorratsdatenspeicherung auf unbegründeten Verdacht. Und da ist es so, dass es bei der Luca-App wir halt aus einer Historie verschiedene Listen von Personen kriegen, wo wir aber keinen epidemiologischen Hintergrund haben. Das heißt, wir können diese Daten erstmal nicht wirklich gewichten und könnten die jetzt durchtelefonieren, würden dann aber aus diesen Daten
erstmal grundsätzlich nur Informationen gewinnen können, wenn wir zum Beispiel die Location anfragen, wie war denn da das Risiko oder ja, die Indexperson, die in dieser Location war. Von daher ist, glaube ich, der Ansatz, den wir als Gesundheitsamt mit diesen Daten haben, anderer als zu sagen, die Personendaten sind korrekt. Wir brauchen erst korrekte Personendaten, wenn wir wissen, das Risiko rechtfertigt diese Daten. Und bisher hatten wir keine Anfrage und diese Erkenntnis aus Weimar, dass von 600 Datensätzen null bewertbar waren, ist nachvollziehbar. Also 600 Gesundheitsdaten, die über Luca abgerufen worden sind, waren das? Genau. Also da war halt einfach kein Risiko dabei, es waren halt nur 600 Personendaten und das ist durchaus nachvollziehbar aus der Erfahrung, die wir mit solchen Daten haben, wenn wir einfach nur Personendaten durchtelefonieren würden. Das heißt, es war aber Arbeit, 600 Datensätze zu prüfen. Wahrscheinlich schon für Weimar, genau. Dann habe ich noch eine Frage. Welche Konsequenz hat es denn für die IT-Administration eines Gesundheitsamtes, wenn man Hinweise hat auf Sicherheitslücken einer Software, die da in irgendeiner Form angedockt ist, mit oder ohne Autobahn? Zum Das Beispiel auch mit CSV. Kommt ein bisschen darauf an, wie schwer diese Sicherheitslücke ist. Der Worst Case ist natürlich, wenn diese Sicherheitslücke so schwer ist, dass man die analysieren muss, dann muss man das System quasi pausieren. Und bei einem hochintegrierten System wie SORMAS X ist es so, dass dann eigentlich der gesamte Betrieb im Gesundheitsamt stockt. Genau. Dankeschön.